Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, liebe League-Interessierte und League-Spielende. Heute haben wir das Match Pepe gegen Avalanche. Ich darf heute das erste Game sehr wahrscheinlich erstmal alleine casten. Aber ich hoffe, das macht keinen Unterschied. Ist ja hier kein Problem mit euch. Hoffe ich doch. Weil mein Co-Kompane und mein anderer Co-Kompane sind momentan noch im Game. Aber das kriegt man natürlich alles hin. So, wir hatten gerade eben schon Pro-Draft. Also nicht wundern, falls hier die Picks nicht ganz... oder die Bans nicht ganz korrekt sind. Aber wir haben den Olaf und Nami-Ban bei Avalanche. Olaf natürlich mit Conqueror und Spaß. Absolut OP. Und ich glaube, Captain Sing spielt auch ziemlich viel Nami, was den Nami-Ban erklären sollte. Bei Pepe, Saya Kaiser-Ban. Ebenfalls zwei starke ADCs, können sich selber mit ihrer Ult mehr oder weniger saven. Aber ja, gibt's kein Aber. Punkt. So, wir haben bei Pepe den Shogat. Shogat natürlich starker Tank. Ich kann mal ganz kurz auf die Reihenfolge gucken. Genau, Saya, Nocturne und Co. Das passt ja von den Bands, ich bin dämlich. So, ich sehe auch schon, wir haben ja einige Avalanche und Pepe-Fans im Chat. Das freut mich doch, weil das heutige Match, glaube ich, relativ spannend sein könnte. So, wir haben Rek'Sai und Jarvan-Pick im Jungle. Midlane wurde bei Avalanche der Veigar. Da setzt man anscheinend ein bisschen mehr auf Late-Game-Scaling. Genauso bei Pepe. Und der Fresh ist natürlich immer ein schöner Playmaker. Immer toll, ihn im Team zu haben. Nautilus-Ban und Enril-Ban. Ebenfalls mehr Safe-Picks. Guter Tank, guter Engage bei Nautilus. Und Poke und Escape ist bei Ezreal auf jeden Fall auch gut vorhanden. Morgana. Right. Und Caitlyn. Das ist natürlich beides, also zusammen, ziemlich starker Botlane. Band man hier aber lieber raus. Ryze. Das wird wahrscheinlich der Toplane Ryze bei Avalanche. Oder? Könnte ich mir vorstellen. Und Lulu Tristana Botlane bei Pepe. Und der... Moment mal. Der On-Pick bei Avalanche. Also... Avalanche verzichtet an der Stelle hier komplett auf den ADC. Da bin ich jetzt gespannt, wer wo ist. Hm. Ist das der Ryze ADC? Fuck off. natürlich. Entschuldigung. So, Pepe. Dann eher eine sehr stabile Comp. Man hat Lulu als guten Shield-Bot und als ziemlich soliden Support. Und als Engage wiederum als Ausgleich hat man den Jarvan und den Cho'Gath. Beide ziemlich tanky, haben guten Engage. Und Kassadin und Tristana ebenfalls gute Late-Game-Monster. Bei Avalanche hingegen haben wir Veigar und Ryze, welche ziemlich stupide im Late-Game sind. Und Ornn sowie Fresh als Tanks und Engage-Potenzial. Da kann man dann später natürlich auch mehr mit den Ornn-Items arbeiten, wodurch man eine Menge Free-Gold bekommt. Aber ich finde es gerade sehr interessant, dass Avalanche kein ADC gepickt hat. Also das wird interessant. Da bin ich schon ein bisschen gehypt drauf, muss ich sagen. Das könnte gegen Tristana vor allem, die hat immer mit ihrem Engage ein ziemlich gutes All-In-Potential. Ich kann mal ganz kurz, also Tristana wurde relativ spät gepickt. Im Bann-Tool. Aber jawohl. Top Lane wird jetzt wahrscheinlich mal Ornn gegen Shogat sein. Ich glaube, Ornn wird die Nase vorn haben. Und ich sehe gerade, ich bekomme doch nochmal Verstärkung. Wunderschönen guten Abend, Flori, wir sind schon live. Oh shit. Hallo. Aber egal. Ich hab noch Verstärkung bekommen, perfekt. Hallo alle, die zukommen. Das ist mal. Können Sie im Stream nachgucken, wir sind nur 3 Sekunden Verzögerung. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Toplane, Cho'Gath gegen Ornn.
ist, glaube ich, für den On relativ gut belastet. Und Midlane Kassadin gegen Weiger. Kannst du dazu was sagen, Flori? Was? Warte, Kassadin gegen Weiger. Oh, jetzt darf man Kassadin spielen. Oh shit. Na, ich glaube, die farmen sich halt gegenseitig ein bisschen. Ist der? Ne, der ist nicht. Der ist Botlane, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich dachte, oder dass der Ryze ADC ist. Achso, okay. Evelyns hat halt keinen ADC gepickt. Okay. Finde ich interessant, wie sie mit umgehen. Achso, ne, ist noch Spectator Delay. Okay, dann machen wir. Okay. Evelyns ist gut vertreten im Chat. Und Flori, du kriegst doch ein Herzchen. Ein Herz. Oh, oh Gott. Von meiner Mitte. Von der fiedenden Mitte. Null. Ich glaube, das Herz geht gleich wieder zurück. So. Genau. Rek'Sai und Jarvan haben, glaube ich, beide relativ gutes Early Pressure. Oder haben gute Early Pressure. Aber dann Richtung Late Game kann ich mir vorstellen, dass der Jarvan da ein bisschen mehr was machen kann. Wenn der Rek'Sai nicht ahead kommt. Weil wenn Rek'Sai ahead kommt, kann man das ziemlich gut runterspielen. Weil sie dann gut Schaden macht und gut auch ein bisschen tanken kann. Und Jarvan ist eigentlich immer eine gute Wahl mit dem Engage, wenn er tanky geht. Weil ich glaube, Schaden hat man bei Pepe auf jeden Fall genug. Lass mal noch die Teams ein bisschen angucken hier. Was so reingeworfen wurden. Also ich bin, glaube ich, gespannt, was Hybrid Top spielen darf. Also ich meine, es wird wahrscheinlich der On-Top sein. Aber Hybrid ist halt immer so ein Carry-Top-Laner. Hätte man das nicht sehen müssen? Und jetzt nicht getauscht, oder? Das ist nur wegen der Champ Selector so feucht. Weil der hat doch jetzt die ganze Zeit noch fresh, oder? Also zumindest. Weil das ist gerade... Es ist doch fresh-Top. Nee, es wird schon on-top sein, aber die Spieler sind vertraut. Oder die wollen das so. Also jetzt ist natürlich ganz schön. Jetzt ist aber hier ein bisschen Action drin. Holy shit. Also wenn ich jetzt Hybrid auf dem Full Crit Carry Flash sehe, dann bis geht's aber, dann ist die Action ganz schön am jodeln. So. Oh, sorry. Da kam nochmal die Transition. So. Also ich hoffe jetzt, also es wäre natürlich jetzt sehr interessant, wenn Hybrid mit Fresh Top geht. Bitte Full Crit dann. Rise On könnte ich mir auch eklig vorstellen. Mit dem Root. Und dem Schaden. So, komm, Avalanche, was macht ihr? Was sehen wir heute? Illegale Account Swaps. Illegale Account Swaps. Ah, erstmal geht's zum Invade. Avalanche ist heiß auf Invade. So, nochmal einen wunderschönen guten Abend an alle, die neu dazugestoßen sind. Avalanche gegen Pepe haben wir heute. Beide relativ weit oben in der Tabelle. Also ich glaube, Pepe ist sogar noch ungeschlagen. Ja, Pepe ist ungeschlagen. Pepe und Avalanche musste sich gegen Ulus geschlagen geben. Lucky. Doof. Und Evelyn geht jetzt ziemlich tief rein. Oh, das wird ein 5 gegen 5. Knockout von Shogun sitzt. Und das trifft Evelyn gerade ziemlich hart. Shogun ebenfalls extrem low. Hybrid flasht hinterher. Trifft bekommt ihr noch nicht. Ryze muss ebenfalls rausflashen. Und ich glaube, Hybrid stirbt jetzt ebenfalls. Oder auch nicht. Aber Ornn stirbt noch. Jawohl, damit geht Pepe 2-0 in Führung. In den ersten... Eine Minute und 20 Sekunden. Alles klar. So, jetzt bin ich auch live. Alles gut. So, das ist klar. Pepe, so. Gute Head bekommen. Tristana oder die Bot, beide Kills gingen an die Botlane. No. Und jetzt ist der on top, dachte ich mir schon fast. No. Hybrid supported anscheinend heute. Oder die Accounts wurden geswappt. Interessant. Oder sie haben vergessen zu tauschen und das kann natürlich auch sein. Jetzt unauffällig machen. Das könnte natürlich jetzt. Natürlich, ja. Oder sie wollen Tank-Matchup und Hybrid kann einfach nur Carries spielen, das weiß ich nicht. Das
kann natürlich auch sein. Ich habe ihm bis jetzt noch nie was anderes außer Kirby spielen sehen, persönlich. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Der Weiger. Der Botlane. Hook Engage von Fresh. Und man kann ihm nicht viel machen. Ja. Na, super. Weiger Level 1. Hm. Ah ne, warte, das ist doch Botlane. Gott, ja. Dann ist Zoro auch auf seiner. Zu viel Käse hier, ja. Unglaublich. Ah, ich muss auch noch tauschen, bis der Race mit Shogard misst sein E. Momentan ist Shogard noch ganz gut dabei da oben, aber ich glaube nicht für lange. Ich zumindest schätze. Hm. Die Botlane von Pepe will auch nur darauf spielen, dass der Weiger den Cage rauskriegt und dann einfach auf den All-In gehen. Ja, aber das ist eigentlich. Er braucht halt nicht Kälte, kann halt friedlich nebeneinander herfahren. Aber das ist ja wiederum schlecht für Pepe, weil dann deckt sich der Weiger. Ja, richtig. Voll. Ja, meine Diction, ich ändere es gleich. Jetzt nicht den Command abusen, bitte. Oh, nevermind, Orn kriegt ganz schön. Auf den Bullenbacken. Ja. Oh, Jarvan ist oben. Guter Cheese von Pepe. Oh, und Orn hat vorhin schon geflasht. No. Kill geht an. Kann er nicht viel machen. Ja. Kill geht an den Jarvan. Free stuff, Jay. Oh Gott. Ich lese nach. Wenn du spendierst, dann kriegt man das bestimmt hin. Das ist einfach. Du hast mehrmals im Jahr Geburtstag. No. Und zwar jede Woche Donnerstag. Wäre ein ganz schön teurer Geburtstag. Also bisher Pepe auf fast 1000 Gold schon ahead in der vierten Minute. Jarvan jetzt wieder Mitte am Ganken, trifft den Knock-Up, das sollte der Kill sein auf Rise. Pepe kriegt den vierten Kill. Gutes Gameplay bisher vom Jungler. Bin ich die Furcht. Farmt sich von oben nach unten durch. Okay. Die Frage, wann der Botlane-Gank kommt. Aber Botlane ist halt mega fresh zu ganken. Das kann ziemlich eklig sein, ja. Man müsste halt den Cage irgendwie rauskriegen, aber normalerweise sollte der nicht benutzt werden. Den dritten Gage. Da ist jetzt der Cage. Tristana ist mittendrin. Wie ein Huhn im Sonstwasserhaufen. Und da kommt der Level 4 Engage mit der Bombe und die kicken ihn sogar. Wechselt als Support da und Fresh countert den Jump. Das war gutes Flame. No. Gutes Hybrid der Mechanics, Gott. Wer ist der Fresh Main? Für die, die Evelynn nicht ganz kennen, Hybrid ist eigentlich der Toplaner. Und spielt da auch ziemlich erfolgreich Carry Toplaner. Aber momentan, oder in dem Game, sehen wir ihn auf dem Fresh. Also sogar einer der HSMW Toplaner. Das unter anderem. Das sind generell ziemlich viele von unserem Team. Wie bitte? Es sind ziemlich viele vom Hochschulteam generell in dem Spiel. Ja, stimmt. Emperor Kane ist ja auch dabei. Von Evelynn. Ja. Solo, glaube auch. Ja. Hybrid. Yuri und Captain Sink auch. Ist Bjergsen nicht auch HDC? Was? Bjergsen? Ja. Der ist keiner der ADCs, ne? Nicht? Okay. Ist Zoro und Try to Execute. Achso, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Ich hab Eddie vergessen. Wie kann ich nur Eddie vergessen? Aha. Ja. So, Mitte hält man sich noch relativ even. Ich muss grad mal das Ding so tauschen. Genau, Mitte hält man sich halbwegs even. Der Ryze hat zwar mehr Farm, aber dafür hat der Kassadin 3 Assists. Und beide Jungler zeigen das ja als Engage von Kassadin. Ja. Und Ryze beantwortet das ziemlich clean. Was ich sagen wollte, war, beide Jungler zeigen sich relativ aggressiv momentan. Und da kommt der Fresh Roam und man kriegt den Kassadin nicht. Aber immerhin schlecht. War auf jeden Fall ein guter Roam von dem Fresh vom Beam Hybrid. Und den Weiger hat man gesagt, bleib lieber hinten. Der sollte jetzt nichts versuchen. ...6-1 momentan. Pepe hat auf jeden Fall den Vorteil. Und Topkern hat auch keinen Spaß. Können wir ganz kurz einen Blick auf das Gold werfen.
Wird jetzt Early noch nicht ganz so viel entscheidend sein. Aber Mitte ist noch halbwegs even. What is schon? 1000 Gold ahead. Das ist natürlich. Guter Hook von Fresh. Das war ja war wichtig. Und man stunts hier noch und bekommt den Schaden von Ganz Ganze Map ist am Fighten. Oben geht's auch weiter. Also Hybrid sein Fresh ist ja komplett clean. Vielleicht haben sie doch die Accounts gespottet. Wer weiß. Rexai befindet sich jetzt gerade auf der. Auf dem Bot-Side-Jungle. Vielleicht kann man da Bot mal was angehen. Der Inferno ist auch momentan ab. Beide Teams haben so ein bisschen Vision drauf. Pepe durch den Ward und Evidence durch das. Durch den Krabbenkreis. Weißt du, wer der aktuelle ADC von Avalanche ist? Ist das ein Rename oder ist das jemand komplett neues? Aber ich hab den Namen nie gesehen. War Sodo nicht immer der ADC? Ja, also ja gut, ja Sodo ist ja gerade Mitte. Also jetzt quasi der jetzt auf der ADC-Position. Der kreischt. Mit dem Jarvan, mit dem Top Row. No. Achso, die Ecke. Oh, echt ziemlich nicer Invade vom Jarvan. Vielleicht ist mein Top für den Dive. Stimmt, der ADC, also Evelyn hat ja komplett durchgeswappt. Ja. Top Lane spielt Support, ADC spielt Mitte. Jungle bleibt Jungle, Mitte kann ich sehr aggressiv und Hybrid wieder mit dem Hook. Boah. Man kriegt Tristana nicht in den Stun-Bereich und Tristana Damage ist viel zu hoch. Ja. Das halt, wenn sie draufkommt, ist halt, ist halt ziemlich einfach den Kill zu bekommen. Wenn wir ihre Flex durchkriegen. Ja. Reich ist neu, ne? Hat er seinen Namen geändert? Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß nicht. Nix mitbekommen. Normalerweise gibt es dafür ja Announcements. Eigentlich so. Ah, okay. Dankeschön, Ero. Okay. Vielen lieben Dank. Dann lassen wir Kreisstammeln, oder? Der Botlane ist mal gerade sehr gut unterwegs. Der Fresh ist gerade sehr weit vorne. Der kommt gleich die Bombe ab. Und ist jetzt nochmal lower. Tristana hat gerade 2000 Gold bei sich, die sollte jetzt mal decken. Wird sie jetzt auch. Und Midlane ist immer noch relativ even. Und beides auch starke Late Game Carries, also Midlane könnte noch sich viel entscheiden. Kasadin ist halt immer so dieses bis Level 16 irgendwie Leben und dann drückst halt nur noch R ins gesamte Gegner-Teamstück. Und Jarvan ist jetzt wieder oben auf der Pirsch. Wenn der Bulle einen Schritt zu weit nach vorne geht, kommt der Jäger. Kasin hat auch versucht noch was zu machen, aber und doch entgegen entschieden. Ambulance hat auch da keine Vision, also man sieht den Jarvan nicht. Oh. Der Jarvan backt jetzt lieber. Er vermutet das, was kommt, aber nicht aus der Richtung. Meint, der Jäger hat zugeschlagen. Oh, jetzt hat er sich gerade in der Wand fest. Oh. Der Bulle wird angegangen und Koga hat immer seine Ult, man jagt ihn. No. Könnte sogar reichen. Da kommt ein Knock-Up. Knock-Up wird gecountert, aber die Ult von Shogat reicht trotzdem. Ich glaube, du bist ein bisschen hinter mir. Bei welcher Zeit bist du noch? 41, 42. Ja, warte mal. Ich glaube, ich so 2-3 Sekunden vor dir suche. Was? Wie? So, ist einfach mal irgendwie kurz wieder oder mach kurz Pause. Bist du mit dem Spectator drin? Ich bin, ich habe einfach Solo-Spectator. Ja. Genius. Ja. So, man hat jetzt den Harry. Ist halt nicht ausgeschaltet. Verdammt. Oh. Ich bin jetzt bei 11, 12. Engage von oben. Da kommt langsam der Passiv-Damage. No. Aber Cho'Gath kann das halt einfach wieder hochsustenten, indem er Minions fahren. Der Bot hat auch schon deutlich mehr Cash. 4000 zu knapp 3000. Toplane ist ebenfalls 1000 Gold ahead. Bei Pepe. Harold geht jetzt ebenfalls in Pepe. Also Pepe gerade auf mehr Lanes ahead. Deutlich bessere Map Control und Objective Control. Hm. Ich sehe gerade, das habe ich komplett verpasst. Das tut mir jetzt leid. Rex hat sogar den Drake gemacht. Das heißt, der Inferno geht an Evelyns. Das ist natürlich gut für die Jungs.
Danke Riot für den Stack. Kam sogar der Wallchat-Kommentar. Die Jarvan-Ult-Interaktion. Perfekt. Hm. Achso, stimmt, ja. Das Problem bei Evelyn wird halt früher oder später sein, dass sie kein ADC haben. Sie haben halt nicht wirklich einen safen Damage über längere Distanz. No. Können halt einfach versuchen, was zu catchen. Also sie haben im Allgemeinen sehr viel AP-Damage. No. Also wenn die Rek'Sai behind fällt, haben sie halt 0 AD. No. Das könnte ein ziemlicher Genickbruch sein. Kommt halt drauf an, wie tanky der Cho'Gath wird. No. Weil sonst interessiert es nicht die Leute. So allgemein so. Die anderen. Ja. Oh, Hook trifft sie nicht. Kassadin könnte halt auch eine Dings bauen. No. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Abyss und was? Oder? Nee. Das oder schon Abyss und was wäre auch eine gute Wahl. Ich glaube, man möchte hier als Spot von Evelyn gerade nicht reingehen. Den Jarvan sieht man nicht. Ich kann kurz gucken. Nee. Auf Jarvan hat man keine Vision. Und der Jäger sieht wieder seine Beute und geht rein. Einfach. Oh, Rek'Sai ist zur Rettung da und man kommt auf den Hook auf den Jarvan. Oh, das könnte der Tod. Der Hook von Thresh war wichtig. Hebe bekommt zwar trotzdem einen Double Kill, aber das gute Timing von Rek'Sai hat zumindest noch einen Kill für Evelynn gebracht. Jetzt hat man zumindest seitens Avalanche mal so ein paar Items fertig, sind die ersten. Zumindest das GLP. Also ich sehe gerade bei Weiger, das wird ein leckerer Freeze Weiger. No. Er kriegt gerade ein bisschen viel. Und bekommt den Tower nicht ganz und der Stun, was? Holy shit! Hook verfehlt trotzdem, aber bekommt den Fresh sogar. Oh, die Stopwatch! Oh Gott. Perfekt gebaitet. Das war extrem gut gespielt von Pepe. Man bekommt den Fresh und countert den Weiger Damage mit der Stopwatch. Und damit hat man die W von ihm und die Ult negiert. Ja, es funktioniert halt einfach gerade alles, was Pepe machen möchte. Ja. Pepe hat gerade so viel Freiheiten. Map Vision können wir nochmal ganz kurz. Also Pepe hat eher wenig Map Vision. Evelynn hat sogar noch relativ viel. Relativ gesehen. In der Minute kommt auch schon der Cloud Drake. Und der zweite. Bisher ist der Jungler nicht. Ah, ich weiß nicht. Also beide Jungler haben so ihre Vorzüge. Der Rek'Sai hat auch 17 Farm vorne. Ist saftig. Wir können mal aufs genaue Geld gucken. 5000, weil eigentlich die Jungler sind quasi even. No. Ist halt nur die Frage, wie die Jungler dann den Rest des Teams ins Game bringen. Was hat die denn gemeint, ne? Jungle Herald. Difference, ne? Im Chat. Ja, Jarvan hat bisher deutlich bessere Ganks abgeliefert als der. Oh. Tristana nimmt hier. Oh, das war. Das war fast schlecht. Tristana kommt mal den Dodge, aber. Oh mein Gott. Bekommt den Crit. Oh. Oh, das ist ein Filter-Crit. Das war ein wichtiger Crit. Und man hat gerade 50% Crit. Also. Ja. 50-50. Ja, ich kann die macht jetzt hier wieder den Jäger auf den Reis. Reis kommt sogar noch raus. No. Jarvan lässt sich hier gar nichts sagen sehen. Rek'Sai zerplatzt komplett. Holy shit. Fresh bekommt den Blut. Und der Master Reflex. Hebe macht jetzt hier den Cloudbreak. Sie haben den Jungler von Evelynn rausgenommen. Das heißt, sie haben da keine Bedenken. Ich merke schon, meine Diction hat ja beide Trash, ja. Flex ist da. So die Hälfte der Leute am Coachen, aber. Waren beide Jungler am Coachen mit? Ja, da muss es ja wissen, ne? Man muss es eigentlich wissen. Ich bin nur motivierend. Und Pepe geht auf den Mid Tower. Geht auch fast komplett down. Momentan ist Evelynn's einzigste Chance eigentlich noch den Ryze und den Weiger irgendwie ins Game zu kriegen.
Aber da ist halt wiederum das Problem, dass die beide voll AP sind. Mhm. Also ich glaube. Und das ist auf der Gegenseite immer noch der Kasadin am Gegenscan. Und Tristana Late Game ist halt auch kein Witz. Mhm. Tristana hat sich auch schon die Mercury Traps gebaut. Mhm. Also, Hexträger fehlt eigentlich noch. Und dann ist sie auch relativ sicher. Bisher kein leichtes Verfahren für Pepe. Für Ebony. My bad. Mitte wird nämlich mal ganz kurz der Gold. Also Ryze sogar Mitte jetzt 200 Gold vorne. Da ist ein Farbenunterschied im Sale. Kasadin holt sich hier den Blast Cone, dass Ebony nicht reinkommt. Man möchte den Herald stealen. Aber Pepe lässt das nicht wirklich zu, das machen sie eigentlich ziemlich gut. Überreicht es auch, dass wir noch die Choggard oder aufheben, anstatt den Stack zu nehmen, aber wahrscheinlich wollen sie die einfach für den Fight verwenden. Ja. Waren sie zu scared vom Engage. Lulu mit mittlerweile auch mit ihren Blubberbläschen gut dabei. Ich kann interessieren, was Evelyn sich bei den Swaps gedacht hat. Ob das jetzt aus Versehen oder ob das geplant. Die haben alle Accounts gestoppt und wollen uns nur verarschen. Kann er jetzt gegen den Rek'Sai am Start? Rek'Sai hat keine Schnitte, aber es war doch relativ even. So, halt mal schauen, was sie dann nächstes Spiel machen. Und sonst, wenn sie es selber nochmal spielen, dann würde es mich auch mal interessieren. Vielleicht kriegen wir noch eine Aussage von irgendeinem dazu. Ja, ich hab mittlerweile auch schon seine Items fast. Seine Core-Items. Doch 19 Minuten und knapp oder fast oder quasi 200 Farm. Natürlich sattige Leistung. Dann kommt der Schaden fast von allein. Jetzt waren auch schon zwei Items fertig. Hat ihre Range, hat ihren Schaden. Vision Control hat Pepe wieder in den Baron relativ viel. In Evidence eher in den Jungle-Seiten close zur Midlane. In 5 Sekunden ist auch schon der Baron da. Ich versuche einfach halt so gut wie möglich die Vision. Ich glaube, Pepe hätte sogar die Mitte, zu holen. Den zu machen. No. Sie haben die Vision, sie haben den Tristana Damage. Mit noch den letzten Outer Turret nehmen. Fällt ebenfalls. Dann einfach. Mehr Map Control im allgemeinen Grad bekommen. Sie können halt einfach Topside Jungle Zwischen legen und ruhig clearen vom Gegner und dann einfach versuchen, halt sie zum Baron quasi zu locken. Oh. Jemand auf den Turret ist jetzt, glaube ich, komplett. No. In der Höhle des Löwen. Ja. Sugar nimmt man jetzt raus, war ein guter. Der nächste. Weißulm. Ja. Versucht man noch einen TP-Botlane zu halten. TP ankommt. Da kann man auch nicht viel machen, ne? Das ist halt hier so ein kleiner. Eine kleine Abrissbombe. Ja, mit Herald ist. Mit dem Schaden. Spielt Pepe momentan echt gut runter. Sie haben oben den Sugar verloren und haben dafür Bot in den Turret eingerissen. Mhm. Wenn man halt 4 Leute zum Shogat killen hochschickt, passiert das nun mal. Jetzt auch noch den Break nehmen, der spawn. Oder? Wollen sie denn? Ne, wollen sie nicht. Mountain ist die Seele. Hat Tristana noch am Recall. Okay. Gar nicht vorhin drauf eingegangen. Dass jetzt die Seele der Mountain ist. Das Schild von der Mountain-Seele. Ich glaube immer, ich finde Mountain, die Mountain-Seele immer so eine leicht useless Seele. Es ist halt okay, wenn man gegen 4 Poke spielt, aber. Wenn er jetzt hat ein bisschen Poke, könnte es leicht was nützen. Ich glaube, wir versuchen einfach. Ja, Pepe geht jetzt richtig hin. Oh. Das war ein Kontakt. Gar nichts wegnehmen.
Das war eine konsequente Kasse, den Ulf. Da war auf jeden Fall. Der war heiß, der Junge. Ja, der wollte. Aber ich meine, man kriegt ein Flash dafür. Von daher. Und der dritte Drake geht an Pepe. Ich meine, da wäre Pepe eigentlich auch gerade selber schuld, wenn sie Drakes abgeben würden, weil die haben gute Map Vision. Die sind ahead. Ja. Mir fehlt halt jetzt noch zwei für die Seele. Weil den ersten hat. Hat Evelyn. Teamnamen. Und fehlt auch nur noch ein Level, um die Items abzugraden. Aber da hat wirklich bisher nur der Fresh und der Rex da die richtigen Items für. Man cleart Vision und sieht jetzt den Jarmin. Zieht sich aber lieber zurück. Evidence ist immer noch ein. Nein, Evidence ist auf jeden Fall heiß. Die wollen rein, die Jungs. Na, versuchen halt, wenn sie wieder so eine Opening finden mit der. Mhm. Oh, der Cage. Oh, der Cage war gut. Das war leider, das reicht nicht. Shogat kommt ebenfalls. Fuchs trifft Shogat. Und das Hanna ist immer noch am Leben. No. Sie kommt mit mehr Leben raus, als sie rein ist. Oh. Tiger dümpelt da unten mit Rex herum, wenn man möchte. Tristana ist halt immer noch am Leben. Das ist halt immer kein gutes Zeichen, wenn man so Vega im Team hat und dann der AD Carry im Cage hängt, aber nicht stirbt, dann ist. Hm. Ist immer ein ziemlich schlechtes. Luno macht einen echt guten Job mit den Schilden. Ja, klar. Rein, Jungs. Hm. Der wartet auch noch eigentlich gut im Gage, wenn der Ryze und der Valgama zu Items kommt. Und upgradet jetzt das Item von dem Fresh. Wieder eine Menge Free Gold, was man bekommt. Perfekt ist ebenfalls. Man kann ihn sogar killen! No. Also mittlerweile, der Ryze-Schaden. Ja. Ist im Haus. Na, der Rest ist halt ziemlich farm. 263 Farm in 24 Minuten. Ist schon. Solo? Nicht schlecht. Wünschte ich hätte solche Farm-Mechanics. Also ich meine, EQ ja. Ist jetzt mit Rise immer so eine Sache. War natürlich trotzdem gut gespielt. Momentan haben wir 7000 Gold liegt bei Avalanche. Vorteil, dann können wir uns mal ganz kurz angucken. 2300 Gold nur auf dem Toplane. No. Ja, größte Lücke ist halt mit Botlane. Mitte stimmt, holy shit. Wenn ich gerade nicht so dumm im Rechnen wäre, könnte ich das schneller sagen. Aber wir haben 4000 Gold. Ja, bisschen weniger. Aber ungefähr 4000 Gold vorne. No. Ist schon saftig. No. Boah, dafür hat der Midlane der Ryze auch ein 1000 Gold Lead. Boah, 4000 Gold, das ist halt Infinity Force. Was dann einer einfach mehr hat. Aber ich glaube, man hofft jetzt bei Evelyns auf den Ryze, dass der mal ein bisschen den Schaden springen lässt. Tanks dafür hat man ja. Flash möchte hier rein, aber geht nicht. Man hat mal jetzt den Flash von Ryze. Das ist schon mal wichtig. Und TP von Cho'Gath war auch. Hat man auch noch bekommen. Und Baron wird jetzt angegangen. Ja. Pepe macht Baron. Evelyn ist aber komplett da. Valga hängt ein bisschen hinterher. Haben wir den Cho'Gath ult. Flash Dampern bringt Vision. Man geht bitte auch nur 3. Oh mein Gott, Rexha geht eben. Rexha eben von! Oh mein Gott. Wichtiger Skill für Evelyn. Oh, Ryze also kriegen. Ist da, glaube ich, ein bisschen zu deep. Na. No. Jetzt versucht man noch, die Kills zu holen. Ryze hat sie da. Aua. Der Slowpoke hat er ihn treffen. Ich glaube, der Fresh ist jetzt auch tot. Oh, das ist noch. Oh. Fresh muss raus, also ihn ist richtig heiß. Kassadin ist richtig heiß. Er hat langsam kein Mann, wenn man wieder rauszukommen. No. Das war Kassadin Verdammnis. Das war eine Ult zu viel.
Also der Stil von Emperor Kain war richtig Zucker. Der war wichtig. Das war jetzt die Konstante, die Evelyns gebraucht hat, um zurückzukommen. Auch wenn danach ein bisschen missplayed wurde. Das war halt gut gemacht durch die Ohren-Ult. Dadurch konnte man halt nicht Choggard ulten. Ich glaube, man kann trotzdem smiten, während man noch gehabt ist, aber will ich mich gerade. Ich glaube nicht. Raushängt. Ich glaube nicht. Glaub schon. Ich glaube, das hat mich immer gestört. Ich weiß gar nicht. Kann man nicht sagen. Ja, bin mir nicht unsicher. Ja, aber. Evelyns! So. Avalanche! Avalanche! Ja, hallo! Avalon! Evelyn 6000 Gold, in Anführungszeichen nur noch behind. Skuske! So. Also, Evelyns ringt um den Tod momentan. Sie wollen einfach nicht verlieren. Ach, jetzt mal. Jetzt mal. Der gute alte Red Bull Bulle vom Ohren hat einfach so viel bewirkt. No. Aber Kassa macht halt auch langsam. Er hat seine 3,5 Items. Je nachdem, ob man vielleicht ist das der Grund, dass er Toplane ist. Mit legendären Ohren ist. Stimmt. Ah, genau, das Ding haben wir gestoppt. No. Das könnte sein. Hebe ist jetzt sehr aggressiv da drüben und man hat keine Vision auf die Jungs. Man sieht wiederum auch Evelyns gerade nicht. Und das könnte eine verhängnisvolle Falle sein. Ja, der Kassa, die müsste pushen, weil sonst gibt es nicht wirklich einen Grund, dass sie hochgehen sollten. Als schicken sie alle hoch einfach zum Man löst es einfach auf. Hätte auch eine gute Falle werden können, wenn der Kassa da gepusht hätte. No. Man hätte halt noch den Köder gebraucht. Der Köder. Ja, wenn du die Angel einschmeißt ohne Köder, kommt nichts darum. No. Das stimmt wohl. Ganz Pepe versammelt sich jetzt Toplane. Aber Weiger ist halt auch so ein Ding oder so ein Champ, den man nicht vernachlässigen darf. Irgendwann macht der Junge Damage. Und wenn er 1-6 steht. Mich wundert es eigentlich, wie Avalanche die XP-Leads hat so im Vergleich. Also Toplane ist ein Level down, aber Jungle ist 2 Level ahead, Mid ist ein Level ahead, Botlane ist ein. Dafür, dass sie. Die haben halt viel gerüberfahren, glaube ich. Oder allgemein, der Fresh hat viel geroamt, somit konnte der Weiger viel Solo XP kriegen. Naja, das ist halt trotzdem dasselbe Level wie. Geht jetzt den Ohren an, aber Evelyns rotiert runter. Sehr echt. Mein Pepe ist zwar nach vorne, ich glaube, hier ist noch alles drin. Wenn Evelyns das richtig umsetzt. Tristan hat auch mittlerweile sich ein QSS geholt. No. Einfach wegen den Weiger Stun. Fresh deinen Hook Stun. Und den ganzen anderen CC, den sie haben. Rek'Sai mittlerweile auch das verbesserte Item von Rek'Sai. Von Orm. Rek'Sai ist der hat. Upgraded Flex lieber. Halt wieder ordentliche Geld. Summen, die sie for free kriegen. Ja, bekommen. Vision-mäßig ist Pepe eigentlich auch ziemlich gut aufgestellt, vor allem im Top-Baron-Bereich. Evelyn ist da eher reingedrückt. Sie haben halt auch den Vorteil, dass sie die Turrets haben. Also. Ja, Evelyn hat halt keine Map-Pressure. No. Und steht 5-1 mit Turrets. Und dann hat man einfach keine offenen Map-Parts im Gegnerbereich. So, man backt jetzt 320 Farm auf dem Ryze. Also Ryze, der macht Schaden. Aber sowas von. Ryze geht jetzt auch gerade Rabadons an. Er möchte, glaube ich, das verstärkte Item von Ornn haben. Auf jeden Fall. Und beim Rabadons geht man, glaube ich, von 120 AP auf 175 hoch. Na, das ist ziemlich. Das ist ziemlich stark. Ziemlich disgusting. Jetzt hat man die Death Caps immer. Jetzt ist er ab. Kann sogar upgraden, glaube ich. 13, 14. Nein. Doch. Müsste. Und mit 13 hat er Fresh gemacht, mit 14 Rek'Sai. Und da Level 15 ist, kann er jetzt Ryze sein Item upgraden. Versucht halt jetzt die Dragon. Ja, Dragon. Genau. Die Dragon Seele dazu bekommen. 25 Sekunden, das wäre der vierte Dragon für Pepe.
Ich glaube, Evelyn sollte das. Ich meine, sie müsste es eigentlich versuchen. Mhm. Das wäre, glaube ich, deutlich verhängnisvoller, wenn sie da jetzt reingehen und es nicht schaffen. Wir versuchen, sie den Fight zu nehmen oder lassen nur Rexa versuchen zu skillen. Mhm. Weil, wenn sie halt den Drake bekommen, ist halt auch nicht so worth, weil die Seele bringt den halt nicht wirklich was. Ja. Ist halt eher das Verhindern, dass die Gegner sie bekommen. Auf jeden Fall. Hat Strobat noch gesplittet? Ja, ist jetzt relativ alleine. Man geht jetzt für den Engage. Man möchte rein. Da kommt der, da kommt die Ornult. Oh, Tristana. Hilft Tristana. Tristana wird von Lulu geultet. Ja? Rice ist ausblaschen. Rice, jetzt, die sind jetzt zu zweit alleine. Oh, der Kassel. Oh, das ist schön. Bekommt sie. Shogat ist aber ebenfalls drin. Jetzt kommt Tristana. Ja. Und das okay. Tut jetzt weh. Kann halt einfach auf. Pepe gewinnt somit den Teamfight. Ich glaube, sie können sogar finishen. Das sind 30 Sekunden. In 30 Sekunden und man hat könnte. Die Tristana. Also das ist halt so ein Fight, ich glaube, den hätte man eigentlich nicht fighten sollen. Weil der Mountain, den hätte, wenn man bekommen hätte, der hätte es eigentlich viel gebracht. Und weil sie den Fight jetzt verloren haben. Na. Ich denke, man hätte versuchen können, dass Rexa ihn einfach stealt und versucht von irgendwie dahinter, aber es macht auch nicht viel Sinn gegen Jogger. Pepe entscheidet sich aber gegen den Finish. Ja, ich glaube, sie. Es wäre knapp gewesen. Also, sie hätten halt den ersten Nexus Turret bekommen und dann werden Leute respawnen. Ich glaube, das wollten sie dann nicht bald. Also, macht mal safe. Ja. Als man jetzt hier irgendwas throwt. Gute Entscheidung von Pepe. Ja. Drake kommt halt ebenfalls. Ja. Das ist halt so diese. Ich noch einen Ult-Stack. Wie 6 hat der Shogat eigentlich mittlerweile. Na, ganz gut. Ich sehe so 9 Stacks. Puh. Der ist schon groß. Man klärt die Vision beim Baron. Die Vision von Pepe ist immer eher meh aufgestellt. Da klärt er immer ziemlich gut. Dann fährt sogar noch ein Minion-Stack. Bei Evelyn ist jetzt auch nicht so viel drin. Botlane hat natürlich jetzt den Vorteil, dass da dauerhaft reingepusht wird. Das heißt, irgendwer muss defenden. Momentan stellt man da den Orden ab. Ist halt aber einfach so unfassbar schwer für Evelyn, diesen Joker zu töten. Stimmt. Ist halt voll Magic Resist. Rek'Sai könnte ihn, aber Rek'Sai braucht da auch ewig. Man ist halt trotzdem 5000 Leben, selbst wenn da nie kaum Armor dahinter steht. Pepe startet der. Sogar jetzt rein, weit vorne unterwegs. Und Rice macht halt 0 Damage. Ja. Rice und Kron machen jetzt hier gerade Bud Spencer. Na, Joker kann einfach den Sonnen. Na, versucht wieder. Baron mittlerweile ziemlich low. Oh, man versucht's wieder mit der Ult. Man geht rein. Oh, Rexa versucht jetzt rein. Zu bursten für das Smite Duell. Oh mein Gott, der man bekommt ihn wieder. Oh mein Gott. Oh Gott, ja. Das tut Pepe nochmal ordentlich weh. Jetzt muss sie noch irgendwie rauskommen. Rice die Rice kommt hat rausgeholt und ich glaube, verliert den Ort. Ja, aber das den ist die Frage, Bullen, ob man das steffen kann zu dritt. Das wird schwierig. Baron war auf jeden Fall. Ja. Und man hat halt jetzt den Buff für seine eigenen Minions, aber es hat trotzdem 3 gegen 5 mit der Dragon-Seele. Und der Jogard kann es halt für immer tanken. Ein wunderschönen guten Abend, Jäger. Willkommen. Man verliert hallo, hallo. Den zweiten Image. Man kann halt nicht wirklich. Jogard ist halt so eine starke Frontline. Ja. Trotz Baron Buff kann man einfach. Rice! Ja. Rice. Oh, nein. Gutes Top-Watch. Aber es reicht nicht. Aber Rexa ist jetzt wieder da. Und Tosana tankt chill. Hook trifft normal, aber ich weiß nicht, ob man den Chogal ist halt so tanken. Aber man hat es nochmal abgewehrt. Ach, stimmt wohl. Evelyn hält sich immer noch im Game. No. Und der Ryze mittlerweile fast Fullbild. Falker bekommt jetzt auch sein Item geupgradet. Das geupgradete Sonja soll es sein aus dem On-Merch-Shop. Gute Entscheidung. Ich glaube, der Rice wird wahrscheinlich noch einen Void-Stuff oder so bauen müssen. Na, auf jeden Fall. Den Death-Befan von Shogat und Jarl. Ja, der Void-Stuff oder Liandris vermutlich, aber ich denke. Stimmt, Liandris kann auch gut sein. Aber gibt Liandris Magic-Pen?
Ne, aber es ist halt wegen der MHP-Damage. Achso, ja. Halt. Ja, Jäger, wir sind auch ein bisschen verwirrt. Und zudem ist Hybrid Support. Ne? Also bei Evelyns ist, ich meine, es funktioniert so halb. Ne? Aber was da der Kerngedanke ist, bin ich noch überfragt. Also generell, ja, warum Rise, sie der ist auf jeden Fall. Ihren... Der Farm ist vorhanden. Fehlt wieder 4 Vision. Pepe hat relativ stabile Vision im Top-Jungle der Gegner. Aber Evelyns kann halt gerade nichts machen. Wir haben keine Map-Prepper. Mann, Bruno. Avalanche. Oh. So, das auf jeden Fall gut. Ich kann so Katalin 1v1. Gar kein Problem für den Jungen. Der Katalin kann nicht mehr. Oh, er kriegt es. Oh mein Gott. Da kommt der Flash und es. Oh, er hat es. Wer ist dieser Katalin? Okay. Tankmeter ist back. Okay. Auch gut gefightet von oben. Man hat jetzt zwar den Bullen, schon, die Ult für verwendet. Was schon ein Level 16 Kasadin, wenn man Ohren hat. trifft den Jarvan. Man möchte ja nicht ab. Tristana ist halt schon. Wenn man es halt jetzt schafft, den Ohren nochmal in den Kampf zu kriegen. Tristana wird gestunt, aber man kann nichts machen. Der Shurgard ist viel zu terrifying, dass man hier rein kann. Ich glaube, Pepe möchte einfach nur wieder ein paar Inips aufmachen, dass sie wenigstens andere Sachen machen können in der Zeit. Ja, sie müssen halt aufpassen, sie sind halt immer noch da in. Da kommt Box. Der Rise, TP, man möchte jetzt rein. Na. No. Man versucht halt was Evelyn zu machen, bevor Kassadin wiederkommt. Oh, der Rise. Tristana muss raus. Rise macht Schaden. Den Shogun ignoriert man ein bisschen. Rex, der kommt ebenfalls raus. Oh, jetzt ist Kassadin da. Kassadin ist da. Tristana. Kassadin möchte Rache. Tristana lebt immer noch. Ne. Und Kassadin räumt halt einfach mit den, mit kommt, den Flüchtigen auch. Man kommt einfach nicht an Tristana ran. Shogun, Jarvan und Lulu machen das extrem gut und das sollte der Sieg für Pepe sein. Ne. Noch ein bisschen die Masteries flexen. 1000 Gold vorne. 30 zu 1. Nach 39 Minuten gewinnt Pepe das erste Game. Gut gespielt. Evelyns hat sich wacker geschlagen. Ja, es ging länger, als man hätte es vermuten lassen nach dem Anfang. Der Anfang war auf jeden Fall tough, aber das hat Evelyns gut ausgenutzt. Oh ja. Auf jeden Fall gut gespielt von Pepe. Aber ich glaube, er hätte auf jeden Fall alles drin sein können. Tristana 37.000 Schaden. Rise hätte ich sogar ein bisschen mehr Schaden erwartet. No. Aber